Die kosovarische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Flughafen. Es steht ein aufsehenerregendes Spiel an, denn zum ersten Mal spielt der Kosovo auf spanischem Gebiet. Im Vorfeld machte die spanische Außenministerin noch einmal die politische Haltung ihres Landes deutlich. Die Partie wird nach den Regeln der FIFA gespielt, dies sind aber nicht die Regeln des Völkerrechts für die Anerkennung eines Staates. So sollte der Fußballverband auch nur den Begriff Territorium Kosovo verwenden. Das missfiel der kosovarischen Seite, die auf ihre sportliche Souveränität pochte. Politisch haben uns einige Länder nicht anerkannt, aber aus Sicht des Sports sind wir mit diesen Ländern gleichberechtigt, weil wir Vollmitglied der UEFA und der FIFA sind. Deshalb wollen wir auch so behandelt werden. Wenn einer dieser Länder sich nicht an das UEFA-Protokoll hält, sprich unsere Fahne und Hymne ignorieren, dann treten wir nicht an. Sie haben lange und erbittert für ihren Staat gekämpft. Newborn, es ist das Symbol der Unabhängigkeit, die 2008 Realität wurde. Aber im Fußball wurde erst 8 Jahre später durch UEFA und FIFA der Weg in die Mitgliedschaft geebnet, mit entscheidender Hilfe des Deutschen Fußballbundes. Also das war ein nationaler Stolz. Wir haben ein Memorandum mit der deutschen Föderation. Die waren sehr hilfreich, auch für die Lizenzierung unserer Trainer, weil wir waren nicht Mitglied mit UEFA-Lizenz dabei. Und wir sind sehr dankbar am Deutschen Fußballbund. Der Generalsekretär musste wie viele andere aus der Heimat fliehen, nach Deutschland. Dort kickte er beim Wilhelmshavener SV in der 3. Liga. Deutsche Mentalität hat mir gepasst. Manchmal sagte ich, ich schätze mehr deutsche Pünktlichkeit als ihr. Eine der schönsten Zeit meines Lebens, weil Deutschland hat viel geholfen, nicht nur politisch, aber auch in anderen verschiedenen Bereichen. Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, ist wie der Fußball im Wandel. 145.000 Kosovaren haben hier ihr Zuhause. Fast dreimal so viele, nämlich 400.000, leben allerdings in Deutschland. So auch Lead Pacharada, der zurzeit beim FC St. Pauli sein Geld verdient. In Deutschland geboren und aufgewachsen, er war ein Talent bei den DFB-Junioren, aber sein Herz schlägt für den Kosovo. Natürlich sehe ich Deutschland auch als Heimat, ganz klar. Ich habe alles hier bekommen, bin hier aufgewachsen, hier geboren. Aber wenn die Familie zu Hause Albanisch spricht, dann ist das immer noch irgendwo was Besonderes. Weil ich sonst nirgendwo die Sprache benutze, außer mit der Familie zu Hause, mittlerweile auch mit meiner Tochter. Sein Vater, ein ehemaliger Torhüter, ist stolz auf seinen Sohn, der beim ersten offiziellen Länderspiel im Juni 2016, das wegen fehlender Spielstätte in der Heimat in Frankfurt ausgetragen wurde, mit der Vorlage zum 1:0 gegen die Färöer Geschichte schrieb. Gänsehaut, das war ja unbeschreiblich. Und der Mannschaft dann so zu verhelfen zu einem Sieg im ersten Spiel war natürlich unvergessen und wird mich auch ein Leben lang begleiten. Wo der Sport in Kosovo unterbrochen war, gab es eine große Lücke da drin, wo die Leute nicht mit Sport mehr beschäftigt waren. Und das war grausam. Und diese Lücke jetzt erfüllt diese Generation, die in Ausland gewachsen, ausgebildet sind. Und man sieht, dass die Riesenbotschafter sind für Kosovo. Sie hätten sich fast für die Euro 2020 qualifiziert, ließen aufhorchen mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien. Alle Nationalspieler sind im Ausland geboren, verzücken mit zum Teil spektakulären Toren wie das von Halimi, der beim SV Sandhausen spielt. Internationales Format haben einige, wie auch der Bremer Milot Rashica. Aber ein Spieler du Kosovo, il doit se montrer, il veut se montrer individuellement. Die Spieler aus dem Kosovo schauen gerne auf sich selbst. So werden wir langfristig keinen Erfolg haben. In erster Linie ist der Teamgeist gefragt und nur über eine Mannschaftsleistung können die Spieler erfolgreich sein und damit auch gute Verträge bekommen. Um konkurrenzfähig zu werden, fallen sie an den Infrastrukturen. Prunkstück wird das neue Trainingszentrum, das bis Ende des Jahres fertiggestellt sein soll. Das wäre dann die neue Arbeitsstätte von Michael Nees, der als Sportdirektor für den Aufbau von professionellen Strukturen verantwortlich ist. In der Trainingsarbeit, aber auch im Frauen- und Jugendbereich.
Wir haben die besten oder die letzten Straßenfußballer in Europa. Ne? Aber das langt natürlich dann am Ende nicht. Ab einem gewissen Alter muss da auch eine systematische, hochprofessionelle Förderung einsetzen. So organisiert Nees, der nun auch U21-Trainer ist, für die Jugendregionalmannschaften zur besseren und intensiveren Sichtung, damit kein Talent verloren geht. Man muss ja auch ein Zeichen setzen. Wenn jeder Spieler nur in die Nationalmannschaften kommen kann, wenn er eben außerhalb spielt, dann bleibt ja auch niemand mehr hier. Dann gibt es viele Gründe, das Land zu verlassen. Ja? Das heißt, es ist schon mal von dem wichtig, dass die Leute hier das Gefühl haben, man kann etwas aus seinem Leben, im Fußball oder sonst irgendwie, machen. It was a good restart again. Finanziert wurde seine Stelle bislang durch das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem DOSB. Deutschland ist für die Kosovaren eine wichtige Stütze in Sport und Politik. Wir wollen, dass diese Region stabil wird und deswegen investieren wir hier. Das ist gut für den Kosovo und das ist auch gut für uns. Und wir wollen, dass eines Tages diese gesamte Region Teil der EU ist. Kosovo ist jetzt sportlich Mitglied der internationalen Gemeinschaft geworden. Das heißt nicht automatisch, dass es politisch weitergeht, aber es hilft. Die Richtung stimmt und dabei spielt der Sport eine wichtige Rolle. Auf dem Flug nach Spanien. Die politischen Sticheleien sind schon seit Wochen ein Thema bei den Spielern. Ich glaube, dass das für uns als Mannschaft jetzt einfach eine zusätzliche Motivation ist. Also man geht auch teilweise ins Spiel und denkt sich, das waren die, die uns auch nicht so gerne gesehen haben. Und jetzt geht es für uns darum, denen auf dem Platz zu zeigen, wer wir hier wirklich sind. Ihre Hymne, die sinnigerweise Europa heißt, auf spanischem Boden. Es ist ein ganz besonderer Moment für die Kosovaren. Auf dem Platz hätten sie nach dem Anschlusstreffer von Halimi fast für eine Überraschung gesorgt. Die 1:3-Niederlage war dennoch ein sportliches Ausrufezeichen für die ehrgeizigen Kosovaren. Realistisch wird, dass wir eine Rolle spielen, damit wir qualifizieren uns für Deutschland 2024. Verbunden mit dem Wunsch, dass ihnen dann auch die politischen Gegner die Hand reichen.